Not Wombats. Herzlich willkommen in der Minecraft-Welt von Nat Wombat. Diese Welt wurde von den Nat Wombat-Mitgliedern Ocelot und Mason kreiert. Hier schauen wir kurz beim Nat Wombat Minecraft McDonald's vorbei. Eine sehr schöne Umgebung, muss ich sagen. Wirkt alles sehr authentisch, sehr viele Nat Wombat Poster hängen an den Wänden. Es sind eigentlich allgemeine Wombat Poster, nicht jetzt spezielle Nat Wombat Poster, muss ich feststellen. Ja, es ist eine Tankstelle, ganz neu mit Erdgas, Diesel und Bleifrei, Super Bleifrei, Super Plus Plus. Hier sehen wir einen Selbstmord. Da sitzt noch ein kleiner Hund. Das ist ein Wolf. Hier sprengt sich ein Kamikaze-Killer in die Luft. Ja, eher in den Stein. Diese Nat Wombat-Welt bei Minecraft wird demnächst auch als Download zugänglich sein für andere Zocker und Cocker. Man beachte die kleinen Details, die dieses Spiel ausmachen. Ja, da laufen wir ein bisschen in der Gegend rum und sehen uns das Nat Wombat Land an. Hier ist der kleine Bach. Hier wieder ein Wombat Poster auf der linken Seite. Man sollte eigentlich nicht alleine so eine späte Zeit unterwegs sein im Nat Wombat Gebiet, weil es immer wieder zu aggressiven Wombat Übergriffen kommt. In letzter Zeit sogar wurde berichtet, dass es einige sexuelle Übergriffe von Wombats auf andere Wombats und auch andere Wesentiere gab, also artübergreifende Erotik. Hier verprügeln wir gerade einen Stein, aber bevor wir ihn verprügeln und ihm eine Ecke raushauen, haben wir zunächst markiert, wer wir sind und wer ihn verprügelt hat. Was auch auffällt, ist, dass die meisten Wesen sehr krumpelhafte Nasen haben. Wenn wir uns jetzt diesen Wombat rechts ansehen, leider können wir uns nicht umdrehen, dann hätten wir gesehen, dass Wombats auch Krumpelnasen haben. Ist das ein Zufall oder stecken die Illuminaten dahinter? Wir haben auch verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten. Wir können fliegen, wie wir es hier gerade vollziehen. Man kann auch ganz normal zu Fuß gehen oder laufen. Man kann Türen öffnen. Und jetzt sind wir hier
indem wir die Tür geöffnet haben, in Ocelots Haus gelandet. Ocelot ist der Spieler, der gerade die Figur steuert und unter anderem auch ein Mitglied von Nat Bombard. Nicht nur ein Mitglied, nein. Eigentlich ist er das Mitglied überhaupt. Der Gründer, der Erfinder, der Visionär. Mit mir natürlich zum Teil zusammen, aber ich will mich da nicht groß hervorheben. Jetzt hat der Testspieler gerade gewechselt. Nun testet für Nat Bombard Mason. Ich frage mich gerade, wofür dieses Zielteil ist, das wir auf dem Bildschirm sehen in der Mitte. Haben wir vielleicht später noch Schusswaffen zur Verfügung? Ja, ich höre ein Ja. Sehr schön, das wird dann noch spannend später. Sieht aus wie eine Eisenbahnstrecke, ist es aber nicht. Es ist eine Straße. Wer wohnt hier? Es ist Mason. Nun werden wir gleich den berüchtigten Havanna Club hier im Nat Bombard Gebiet von Minecraft erreichen. Hier geht die Party ab. Wie wir sehen, es wird auf Tischen getanzt. Ja. Hier auch sehr schön, muss ich mal erwähnen, der Himmel zum Beispiel, sehen sich die Wolken und der Sonnenuntergang super dargestellt, finde ich. Den Mond haben wir auch kurz gesehen. Jo. Und jetzt sind wir nass bombard. Turn the light on, motherfucker. Yo. Wow. Aber wir haben überlebt, oder etwa nicht? Nein, wir bewegen uns mal nicht. Ah. Kleines Highlight. Wir fahren bei einer selbst erstellten Autobahn. Reeperbahn. Eisenbahn. Wie nennt man so den? Achterbahn. Genau, die Achterbahn. Wow. Eine Achterbahn fahren. So ganz alleine. Am späten Abend durch das wunderschöne Nat Bombard Gebiet von Minecraft. Herrlich. Es ist schöner als Las Vegas bei Nacht, dieser Anblick. Wunderschön.
Ein Schaf, haben Sie es gesehen? Mäh, mäh. Wo sind wir jetzt? In der Kirche der Illuminaten, wie es ausscheint. Hallo, Schweinepriester. Ja, genau. Die Illuminaten. Also, ja, Gigatron, die Ausschweifung erhält dich ab 2003.